Vor über 3,5 Milliarden Jahren entstand das erste Leben auf der Erde. Teil eines ausgeglichenen Evolutionsplanes. Dann kamen wir Menschen. Erst eroberten wir den Raum. Dann Anfang des 21. Jahrhunderts die Zeit. Die vierte Dimension. Nur wenige ahnten, welche Macht wir jetzt in den Händen hatten. Bei der Pressekonferenz erklärte der Sprecher der Zivilschutzbehörde, dass der Ausnahmezustand wegen der nach wie vor kritischen Lage auf unbestimmte Zeit verlängert wird. Nachdem die Ausweitung der Seuche, besonders in den Großstädten und Ballungszentren, immer katastrophalere Züge annimmt, hat die Europäische Gesundheitsbehörde mit sofortiger Wirkung eine allgemeine Ausgangssperre verhängt. Bei Zuwiderhandlung droht, entsprechend der Seuchenschutzverordnung vom 11. Juni dieses Jahres, die sofortige Internierung. Die Aussicht auf einen Impfstoff gegen den Cox-Virus in nächster Zukunft ist auch weiterhin unwahrscheinlich. Galen Andersen, paläobotanische Abteilung, Professor Cortex, bitte. Der Professor ist nicht da. Kann er Sie zurückrufen? Dann richten Sie ihm aus, ich komme jetzt zum Institut. Er möchte auf mich warten. Es ist sehr wichtig. Wie geht's dir? Papa, muss ich auch sterben? Ich habe etwas gefunden, womit ich ein Mittel gegen den Virus herstellen kann. Deshalb muss ich dich jetzt für ein paar Stunden verlassen. Ich fahre ins Institut. Aber ich komme so schnell ich kann zurück, das verspreche ich dir. Okay? Nimm den mit, der passt auf dich auf. Schlaf jetzt wieder, ja? Galen Andersen, paläobotanische Abteilung. Danke. Ich bin mit Professor Cortex verabredet. Ja, Moment mal. Lassen Sie ihn durch. Das geht in Ordnung. Galen, was ist so wichtig? Archianthus regalis. Ich habe in einem simulierten In-vitro-Versuch die Pflanze infiziert. Die strukturellen Merkmale ihrer Kutikularfläche weisen partielle Übereinstimmung mit dem menschlichen Nervensystem auf. Und? Jörg, mit Hilfe dieser Pflanze können wir ein Antigen produzieren. Das wäre großartig. Aber warum kommst du damit zu mir? Die Archianthus regalis ist ausgestorben, aber wir könnten uns ein Exemplar holen. Gib mir die Erlaubnis für eine Exkursion in die Kreidezeit. Mit nur einer Pflanze... Nein, Galen! Jörg! Wir sind hier, um die Vergangenheit zu beobachten und nicht in irgendeiner Form zu beeinflussen. Ein Eingriff, wie du dir vorstellst, könnte... Draußen sterben die Menschen. Was haben wir zu verlieren? Wenn du nur ein Glied der Evolution entnimmst, setzt du eine Kettenreaktion in Bewegung, die unabsehbare Folgen nach sich zieht. Nur ein Tropfen im Ozean kann tausende Kilometer entfernt eine Flutwelle hervorrufen. Theorie. Es gibt keinen Beweis dafür. Wir werden auch nichts beweisen. Das ist zu gefährlich. Das liegt nicht in unserer Verantwortung. Sprich du mir nicht von Verantwortung. Mein Kind stirbt. Galen, es tut mir leid. Ich kann dir leider nicht helfen. Begleiten Sie Dr. Andersen zum Ausgang. Kommen Sie bitte. Thank you.
Sicherheit 1-1, bitte kommen Sie. Sicherheit 1-1, bitte melden. Da stimmt was nicht. Kraftfeld aktiviert. Geben Sie Ihren Bestimmungsort an. Sag mal, bist du wahnsinnig geworden? Ich werde diese Pflanze holen. Schalt die Anlage sofort ab. Achtung! Bestimmungsort Kreidezeit erfasst. Du zerstörst alles. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Transfer erfolgt in 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5. Komm zurück! 3, 2, 1. Transfer positiv. Sicherheitshinweis. Verlassen Sie nicht den Pfad. Jeder Eingriff in Ihre Umgebung gefährdet den natürlichen Gang der Evolution. Sein Kraftfeld ist sehr schwach. Er wird nur wenige Minuten bleiben können. Davon ist jede Sekunde zu viel. Bereiten Sie einen weiteren Transfer vor. Ihre Waffe bitte. Sicherheitshinweis. Ihre Aufenthaltszeit beträgt 15 Minuten. Ihre Aufenthaltszeit beträgt 10 Minuten. Transfer positiv. Ihre Aufenthaltszeit beträgt 5 Minuten. Bist du Gott? Ich habe dir gesagt, dass ich einen Angriff nicht dulden werde. Was willst du tun? Schießen?
Du lässt mir keine andere Möglichkeit. Ihre Aufenthaltszeit beträgt 3 Minuten. Zeitläufer in Schleuse 3. Gegen den Virus geben. Virus? Was für ein Virus? Galen? Was machst du denn hier? Blut legte den Grundstein für eine Zukunft, in der es nie ein Virus gegeben hat, der meine Tochter nie krank war. Eine Zukunft, in der kein Platz mehr für mich ist. Denn ich gehöre einer Vergangenheit an, die für sie nie existiert hat.